Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tag jetzt von Fiji. Endlich bin ich angekommen. Also ich bin ja gestern angereist und heute ist schon der erste Tag. Es hat alles super gut geklappt mit dem Visum, mit dem Flug, mit dem Transfer vom Flughafen ins Hotel. Es hat alles super gut geklappt. Und jetzt ist der nächste Tag, heute ist jetzt Montag. Und wir sind jetzt schon am, also wir sage ich jetzt mal, ich habe hier jemanden kennengelernt, die geht jetzt auch mit mir aufs Boot. Sind jetzt schon am Hafen, wo jetzt gleich die Fähre ablegt und uns dann zu den Inseln bringt. Also die geht nicht mit mir auf die gleiche Insel, aber sie hat halt in meinem Schlafzimmer geschlafen mit im Hostel. Genau, und ich glaube, ich muss ungefähr 3 Stunden bis zu meiner Insel fahren, was schon eine lange Zeit ist. Aber es ist so herrliches Wetter, seht ihr im Hintergrund. Es ist so, so schön. Richtig warm nochmal. Es wird auf jeden Fall richtig gut. Und dann bin ich, wie gesagt, für die ersten 2 Nächte auf der ersten Insel, für die nächsten 2 Nächte auf der zweiten Insel, mache dann so Inselhopping und ja, ich bin auf jeden Fall voll gespannt. Natürlich muss ich mir erstmal so Fiji-Wasser kaufen, ne? Also auf den Inseln gibt es anscheinend nicht so Wasser, wo man halt Wasser kaufen kann und ich möchte halt nicht aus dem Wasserhahn trinken. Deswegen habe ich mir gleich erstmal so Fiji-Wasser gekauft. Und hier ist das Boot, das Gelbe ist dann meins wahrscheinlich. Und es ist einfach so schönes Wetter. Unser Boot. Ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera so rüberkommen kommt. Aber zu meinem Resort braucht man jetzt ungefähr noch eine Stunde. So, jetzt bin ich auch auf der Insel angekommen. Ich bin jetzt in meinem Hostel. Das ist ja kein Hostel, in meinem Resort so. In meinem Schlafraum. Wir haben hier kein WLAN und kein Strom im Zimmer. Also auch keine Steckdosen. Das heißt, wir müssen immer in die Rezeption gehen, um unsere Handys laden zu müssen und so. Aber es gibt jetzt bald Mittagessen und wir wurden voll süß empfangen. Die haben dann so angefangen, Gitarre zu spielen und zu singen und so. Das war so süß, wie die uns empfangen haben. Dann haben wir auch gleich was zu trinken bekommen. Also mit mir sind jetzt noch 2 andere Mädchen angereist. Eins auch aus Deutschland und die andere aus England. Und ja, genau. Also hier ist der Schlafraum so. Das sind nur Mädels bei mir. Aber es ist halt echt basic, also ich kann euch gleich mal ein bisschen die Anlage so zeigen. Es ist wirklich basic. Aber es gibt gleich Mittagessen, ich habe auch voll Hunger schon. Habe jetzt schon Bikini angezogen und jetzt gehen wir an den Strand. Ja, also ist auf jeden Fall richtig cool und voll warm hier. Mal schauen, was ich jetzt so die 2 Tage hier machen kann. Ich zeige euch jetzt ein bisschen unser Resort. Hier sieht man schon eine Hängematte, was mega cool ist. Natürlich mein Favorite Spot. Und hier geht es jetzt zum Strand. Also es ist halt direkt am Strand. Schaut mal einfach, wie schön es hier ist. Also ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht richtig verstanden, dass ich hier bin. Ist halt irgendwie so surreal. Ist einfach so Wahnsinn. Das Meer ist gerade richtig spiegelig. Richtig flach so. Wir haben vorhin jetzt auch so Schnorchelsachen ausgeliehen. Also einfach Flossen und eine Taucherbrille und jetzt sind dann da hier am Ufer so entlang geschnorchelt. Das war so schön. Wir haben einen blauen Seestern gesehen und so viele bunte Fische. Das war richtig, richtig cool. Und jetzt chillen wir einfach hier noch in den Hängematten und lesen. Zumindest, dass man hier kein Internet hat. Das heißt, ich weiß gar nicht, wann ich so den Vlog hochladen kann. Aber wenn ihr diesen Vlog seht, dann hat es offensichtlich geklappt. Später gehen wir noch, was war das? Irgendwelche Fische fangen. Also wir gehen angeln oder so. Da gehe ich auch mal mit. Aber es ist einfach so traumhaft. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich auf Fiji bin. Auf Fiji einfach. Ich komme da nicht drauf klar. Ja, Marie! Marie! Yo!
Okay, come. Wir sind jetzt auf so eine Insel gefahren. Jetzt schauen wir hier den Sonnenuntergang an und es ist einfach amazing. Ich habe mich so Fische gefangen, gerade. Hier kommt Mami Cam. Daddy Cam und Mami Cam. Aber jetzt müssen die noch gewaschen werden, oder? Are you washing them right now? Yeah. Oh my god. Making the tails. So what you got there, man? Got some lemon here. And some cucumber here. Ooh, smells lovely. Amazing. Right to make fish, and that's the seawater. In the bottle? Yeah. You have to mix it with this. I feel like I should sing a hymn. The perfect. Unser Abendessen. Lovely. Yeah, here we go. What has he done, girls? I'm starving. I thought, quick, okay, thought of food.